Wunderschönen guten Morgen, Party People. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mich heute Morgen entschieden, meinen Tag für euch mitzufilmen. Ich habe geplant, dass ich einen super produktiven Lerntag haben möchte. Ich habe geplant, früh aufzustehen, in die Bib zu gehen. Ich habe mir 2 Bib-Slots gebucht. Ich habe geplant, meinen Lernplan durchzuziehen und einfach richtig viel zu schaffen, weil wir aktuell Klausurenphase haben. Und ich wollte das Ganze mitfilmen, um euch das Gefühl zu geben, dass ihr nicht die Einzigen seid, die momentan im Stress sind. Dass ihr nicht die Einzigen seid, die aktuell mehr Zeit am Schreibtisch verbringen müssen, als draußen zu sein, das Wetter zu genießen. Dass ihr nicht die Einzigen seid, die momentan mehr Zeit mit Uni verbringen müssen als mit ihren Freunden und einfach ein bisschen Motivation für die anstehende Klausurenphase zu geben. Jetzt, wo der Tag hinter mir ist und ich tatsächlich auch einen wirklich produktiven Lerntag hatte und auch wirklich stolz auf mich bin, dass ich so viel heute geschafft habe und so gut durchgezogen habe und meinem Ziel, meine Klausuren tatsächlich mal alle zu bestehen, dieses Semester näher gekommen bin, fällt mir beim Schneiden des Videos auf, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht wirklich das Bild vermittelt habe, was ich gerne vermitteln würde, sondern ich glaube, dass so ein Video eine ziemlich große Illusion schafft, dass jeder Tag in meinem Leben so produktiv ist wie dieser Lerntag, den ich für euch mitgefilmt habe, weil man für Social Media, für Instagram, für YouTube einfach gerne Tage zeigt, an denen man super gelernt hat, an denen es einem gut ging, an denen man gut gegessen hat, man früh aufgestanden ist, am besten noch ein Buch gelesen hat und einfach dadurch Leute motivieren möchte, dass man produktiv war, gut war und genau das auch einfach zeigt. Man darf nie vergessen, dass Content Creator oder auch eure Kommilitonen, Privatpersonen immer nur das auf Social Media zeigen, was sie auch gerne wirklich zeigen wollen. Niemand zeigt sein ganzes Leben ungefiltert und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe nur das Gefühl, dass das, was ich gerne mit dem Video erreichen wollte, durch das Video allein, wie ich es geplant habe, nicht ganz rüberkommt. Und mir ist es viel wichtiger zu zeigen, dass auch eine Person wie ich, die nicht jeden Tag so einen Tag hat, wie ich in diesem Video dargestellt habe, eine Person, die nicht jeden Tag um 8 Uhr aufsteht, den Tag davor um 10 ins Bett gegangen ist, morgens erstmal einen Liter Wasser trinkt, am besten noch Sport macht, sich Bib-Plätze bucht, den ganzen Tag lernt, was Gesundes gegessen hat, abends am besten noch ein Buch gelesen hat und dann wieder früh schlafen geht, ohne sich dabei irgendwie schlecht zu fühlen, ohne Motivationsprobleme zu haben, ohne zu prokrastinieren und einfach dieses perfekte Studentenleben zu leben. Das bin nicht ich und das werde ich auch nie sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich bis jetzt in meinem ganzen Studium über mich gelernt habe, dass ich nicht diese Person bin, dass ich diese Person nicht sein werde und dass das vollkommen in Ordnung ist. Ich bin ich und ich habe die Freiheit, das in meinem eigenen Tempo zu machen. Ich habe die Freiheit, mit meinem Studium das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Ich habe die Freiheit, mir mein Lernen selbstständig einzuteilen. Ich habe die Freiheit, dass ich selbst entscheiden kann, welchen Tag mache ich was, wann mache ich was anderes, wann nehme ich mir Zeit für mein Privatleben und dass ich die Freiheit habe, dabei nicht zu vergessen, dass mentale Gesundheit, physische Gesundheit, meine Freunde, meine Familie viel, viel wichtiger für mich sind, als mich an den Schreibtisch zu setzen und Bücher zu wälzen. Natürlich ist Medizin das Ziel, was ich habe und das viele andere Leute da draußen auch haben werden. Don't get me wrong, das ist der größte Traum meines Lebens und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als das Privileg zu haben, Medizin studieren zu dürfen. Aber ich habe auch das Privileg, dass ich das so machen darf, wie ich das gerne möchte. Und ich finde es super wichtig, euch zu zeigen, dass auch eine Person, die nicht diesen ganzen produktiven Merkmalen entspricht, auch Erfolg im Studium haben kann, dass ihr euch nicht verstellen müsst und nicht versuchen müsst, eine andere Person zu sein, die ihr vielleicht gar nicht seid, dass ihr nicht Tränen investieren müsst und traurig seid, weil ihr nicht das leisten könnt, was vielleicht andere Leute auf Social Media oder eure Kommilitonen leisten können, sondern ihr könnt das Ganze in eurem Tempo machen, ihr könnt damit zufrieden sein, wer ihr seid, ihr könnt
glücklich damit sein, wer ihr als Person seid, was ihr schafft, und alles, was ihr euch vornehmt, wird, wenn ihr die richtige Art und Weise für euch gefunden habt, auch funktionieren und ihr werdet es schaffen. You can do it, und das ist das Wichtigste in der Klausurenphase. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich das Ganze so ein bisschen versucht habe, in einen reelleren, für mich persönlich, Standpunkt zu rücken. Ich möchte natürlich niemanden damit angreifen, wenn ihr eine Person seid, die super produktiv seid und keine Probleme damit habt, euch jeden Tag hinzusetzen und zu lernen und, keine Ahnung, einfach generell eine produktive Person seid, dann ist es genauso super wie die Tatsache, dass ich es nicht bin. Das ist einfach nur ein Video, um euch zu zeigen, dass keiner von euch sich wegen irgendwas schlecht fühlen möchte oder muss. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, drücke euch die Daumen für eure Klausuren und hoffe, dass ich euch was Schönes mit auf den Weg geben konnte.